zwei mächtige römische Generäle, die große Feldzüge anführten und riesige Erfolge feierten. Einst waren sie Verbündete und unterstützten sich gegenseitig. Doch dann begann aufgrund der Macht- und Interessenskonflikte ein Bürgerkrieg. Und es kam zu mehreren blutigen Schlachten zwischen Gaius Julius Caesar und Gnaeus Pompeius Magnus. Pompeius war einer der brillantesten Heerführer seiner Zeit, der schon viele Feinde in verschiedenen Regionen zurückgeschlagen hatte. Dennoch hatte er auch im Senat, im wichtigsten Gremium der Römischen Republik, viele Feinde, die ihm Steine in den Weg legen wollten. So kam es dazu, dass er den reichsten Mann zu dieser Zeit besuchte, Marcus Licinius Crassus. Crassus war einer der mächtigsten römischen Politiker und auch derjenige, der den Aufstand der Sklaven unter der Führung von Spartacus niederschlug. Trotz seiner wirtschaftlichen und militärischen Erfolge wollte Crassus seinen politischen Einfluss noch weiter ausbauen und bildete mit Pompeius Magnus und Gaius Julius Caesar ein geheimes Dreierbündnis, das sogenannte Triumvirat. Julius Caesar machte sich schon in jungen Jahren in verschiedenen Schlachten einen Ruf als fähiger Stratege und aggressiver Kriegsführer. Mit den Jahren durchlief er die römische Ämterlaufbahn und stieg 59 vor Christus bis zum Konsul auf, das höchste Amt der römischen Republik. Doch da viele Senatoren sich gegen Caesars Ambitionen widersetzten, ging er mit Crassus und Pompeius eine strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten zu koordinieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Crassus war schon seit längerer Zeit auf Caesars Seite und hatte ihn stets finanziell gefördert. Und um seine Verbindungen mit Pompeius zu stärken, gab Caesar sogar seine einzige Tochter Julia Pompeius zur Ehefrau, der etwa 30 Jahre älter war als sie. Jedoch war Caesars Amtsführung als Konsul sehr umstritten, denn er brach viel lieber die Gesetze, als sie zu befolgen, und stellte neue Regelungen auf. Schnell machte er sich einige einflussreiche Feinde im Senat, die den Plan schmiedeten, ihn nach Ende seiner Amtszeit und somit seiner Immunität anzuklagen und zu verurteilen. Doch Caesar begab sich auf einen anderen Weg und wurde dank dem Einsatz von Crassus und Pompeius nach Gallien als Statthalter gesandt. So begann der wichtigste Kapitel seines Lebens, welches ihn nach Jahren zum mächtigsten Mann des Römischen Reiches machen würde. Währenddessen stiegen Crassus und Pompeius 55 vor Christus auch zum Konsul auf, doch es kam immer wieder zu Spannungen zwischen den beiden. Pompeius hatte entschieden, weiter in Rom zu bleiben, anstatt als Statthalter nach Hispanien zu reisen. Außerdem heiratete er nach dem Tod von seiner Frau, Caesars Tochter Julia, die Tochter von Metellus Scipio, ein mächtiger Aristokrat und zugleich auch einer der Feinde von Caesar. Das Triumvirat zerbrach endgültig, als Crassus mit 40.000 Mann nach Syrien aufbrach, um im Krieg gegen die Parther den Kriegsruhm zu erringen. Dort erlitt Crassus eine vernichtende Niederlage und wurde 53 vor Christus bei Kapitulationsverhandlungen getötet. In der Zwischenzeit führte Julius Caesar einen sehr grausamen Krieg und verbrachte viele Jahre als Feldherr auf seinen Eroberungszügen durch Gallien. Caesar stellte insgesamt 10 neue Legionen auf. Er kämpfte stets an der Spitze seiner Soldaten und gewann so ein hohes Maß an Loyalität. Die gallischen Stämme waren zerstritten und Julius Caesar eroberte ganz Gallien. Laut Caesars eigenen Berichten kamen dabei 430.000 Menschen ums Leben, wobei die Römer keinen einzigen Verlust erlitten. Nun kam die Zeit für Caesar, wieder nach Rom zurückzukehren, jedoch wurde er dort längst erwartet, um ihn auf der Stelle wegen Amtsmissbrauch zu verhaften und zu vernichten. Er marschierte mit seinen Legionen bis zur damaligen italienischen Grenze, bis zum Fluss Rubikon. Da ihm sein einstiger Partner zu mächtig geworden war, hatte sich Pompeius im Senat mit der Opposition zusammengeschlossen und sie verlangten von Caesar, seine Legionen aufzulösen und erst dann die Grenze zu überschreiten, um ganz alleine in Rom zu erscheinen. Der Senat ermächtigte Pompeius, seine Legionen zu versammeln und ihn aufzuhalten, falls Caesar sich nicht unterwarf.
Als Caesar 49 vor Christus auf seinem Pferd den Grenzfluss passierte, begann der römische Bürgerkrieg. Auf der einen Seite stand der Verteidiger der Republik Pompeius mit den mächtigen Senatoren hinter seinem Rücken. Er rief seine Legionen aus Hispanien und auch die Veteranen aus seinen Feldzügen zu sich. Doch Caesar stand schon an der Tür und Pompeius hatte nicht genug Zeit, um seine Truppen aufzustellen. Caesar drängte mit seinem Heer von Norditalien nach Süden und vertrieb seinen Feind in die Enge. Pompeius war gezwungen, zurückzuziehen und flüchtete mit den Senatoren zusammen nach Griechenland. So blieb Caesar als der mächtigste Mann in Italien zurück. Doch um als der wahre Sieger dazustehen, musste Pompeius sterben. Bevor Caesar ihm folgte, zog er schnell mit seinen Truppen wieder nach Norden, um die Legionen von Pompeius aus Hispanien aufzuhalten. Er schaffte es, einige der Legionen auf seine Seite zu ziehen und andere wiederum aufzulösen. In der Zwischenzeit errichtete Pompeius ein Kriegslager in Griechenland, rekrutierte aus der Umgebung neue Truppen und bereitete sich auf die Ankunft Caesars vor. Pompeius stockte seine Truppenstärke auf etwa 45.000 Mann. Doch die neuen Soldaten waren allesamt unerfahrene Rekruten und allein zwei Legionen hatten Kampferfahrung. Es war die Wintersonnenwende und niemand erwartete, dass Caesar bei diesem schlechten Wetter die Adria mit Schiffen überqueren würde. Doch Caesar stach mit 7 Legionen in See und marschierte direkt Richtung Dyrrhachium, die Stadt mit dem größten Depot und Waffenarsenal der pompeianischen Truppen. Die restlichen Legionen sollten später folgen. Als Pompeius davon erfuhr, trieb er seine Truppen Tag und Nacht im Gewaltmarsch an, um noch vor Caesar die Stadt zu erreichen. Im Juli 48 vor Christus kam es zur ersten großen Schlacht in der Nähe von Dyrrhachium. Zuallererst nahmen Caesars Truppen Kampfstellung auf, doch Pompeius wusste, dass Caesars Truppen erschöpft waren und auch keinen Nachschub an Vorräten bekamen. So nahm er die Schlacht nicht gleich an und wollte zuerst abwarten. Caesar nutzte diese Gelegenheit und marschierte im Eiltempo wieder nach Dyrrhachium und schaffte es, Pompeius den Weg zur Stadt abzuschneiden. Als die Pompeianer auch nachrückten, begann eine ungewöhnliche Art der Kriegsführung. Beide Einheiten begannen, miteinander verbundene Stützpunkte zu errichten. Die Caesarianer umzingelten außen herum mit ihrer Befestigung die Pompeianer, die in der Nähe am Rand des Meeres ihr Lager aufgeschlagen hatten und genauso im inneren Ring eine ähnliche Festung errichteten. Hinterher kam es immer wieder zu kleineren Kämpfen. Doch als zwei Offiziere von Caesar zu Pompeius übergingen und die Schwachstellen der Befestigung verrieten, brachte dies Caesar in eine sehr schwierige Lage. In weiterer Folge kam es zu mehreren großen Kämpfen und am Ende waren die Caesarianer gezwungen, zurückzuziehen. Beim Rückzug sind sogar hunderte Legionäre gestorben, weil sie von ihren eigenen Kameraden niedergetrampelt wurden. Pompeius stand als Sieger da und dachte nicht daran, Caesar, der nach Thessalien zurückzog, weiterzuverfolgen. Nach der schweren Niederlage war Caesar entschlossen, noch nicht aufzugeben, formierte seine Truppen erneut. Anfangs wollte Pompeius den Caesarianern nicht hinterherlaufen und sie einfach aushungern lassen, doch er konnte dem Druck der Senatoren nicht standhalten und stellte letztendlich sein Heer für eine letzte Entscheidungsschlacht auf, um Caesar endgültig zu vernichten. Im August 48 vor Christus standen sich auf dem Schlachtfeld von Pharsalos neben dem Fluss Enipeus etwa 45.000 Männer der republikanischen Kräfte und die zahlenmäßig unterlegenen Truppen Caesars mit 22.000 Legionären gegenüber. Doch die Caesarianer bestanden großteils aus erfahrenen und loyalen Kriegern, wobei Pompeius überwiegend auf seine Söldner vertrauen musste und auch auf frühere Legionen, die Caesar vor dem Bürgerkrieg an ihn abgetreten hatte. Die große Schlacht begann und Caesars erfahrene Legionäre hielten dem Druck stand. An einem der Flügel drängte die Kavallerie die Reiterei zurück und schlug sie in die Flucht. Und an einem anderen Flügel wurden Pompeius Bogenschützen und Schleuderer mit einer speziellen Hakenstellung überrascht und niedergeschlagen. Letztendlich fiel die Entscheidung durch Caesars taktischem Geschick und Pompeius schaffte es im letzten Augenblick noch vom Schlachtfeld zu fliehen. Seine letzte Hoffnung war, beim Pharao Zuflucht zu finden, und so floh er nach Ägypten.
Doch dort wurde Pompeius ermordet und sein abgeschlagener Kopf wurde Caesar als Geschenk übergeben. Julius Caesar hatte seine größten Feinde im Senat besiegt und konnte nun ungehindert die Alleinherrschaft in Rom erringen. Ihr könnt euch für die unfassbaren Geschichten begeistern? Dann denkt daran, unfassbare Geschichten zu abonnieren und zeigt uns mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge spannend informieren können.